Hallo und guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Sendung Sportreflex hier im TiDi-TV-Studio in Hamburg-Munzburg. Und heute, liebe Zuschauer und meine Damen und Herren, haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Wir haben eine Sportlerin eingeladen, die alles erreicht hat. Absolut mega und überhaupt nicht zu toppen. Weltmeisterin, Europameisterin, deutsche Meisterin. Zweimal Sportlerin des Jahres hier in Hamburg, Olympiasiegerin und. Ich könnte das also noch beliebig oft verlängern. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Edina Müller. Hallo und danke. Ja, schön. Ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Du warst ja noch in Kanada, da hat das mit der Kommunikation nicht so besonders gut geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass du heute dabei bist. Olympiasiegerin, ich sagte eben, das ist ja eine endlose Liste, eine never-ending Erfolgsstory, die du in jungen Jahren eigentlich schon hinter dir hast. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Was tust du dafür? Was hast du dafür gemacht? Ich meine, Talent ist sicherlich da, Ehrgeiz ist sicherlich auch da, aber damit alleine wird man ja nicht Olympiasiegerin. Ja, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Klar muss das irgendwie die ganze Zeit in einem brennen. Man muss für den Sport, für die Sache brennen. Aber man braucht auch ein gutes Umfeld, was man sich schaffen muss. Ja. Und das ist eine Entwicklung. Und am Anfang ist alles noch ein großes Abenteuer und man stolpert so von Event zu Event. Aber das Schwierige ist eigentlich, oben zu bleiben. Also ich würde sagen, am Anfang wird man schneller erfolgreich. Und dann das Schwierige ist wirklich, das weiter auf dem Niveau zu machen. Und da braucht jeder irgendwas, was einen wieder packt. Und mein Geheimnis oder was für mich eigentlich macht, ist immer wieder neue Reize zu setzen. Ja, man kann nicht immer gleich trainieren. Da bleibt man auf so einem Plateau und merkt selber so, es prickelt vielleicht nicht mehr. Und man muss immer gucken, dass man da wieder was Neues hat, dass man einen neuen Reiz setzt. War das denn immer, das ist ein schönes Stichwort, war das denn immer im Grunde genommen im Ansatz so, du wolltest Olympiasiegerin werden, du wolltest Weltmeisterin werden, in diesen verschiedenen Sportarten, Rollstuhltennis, Rollstuhlbasketball, Parakanu, Einerkajak und so weiter und so fort. Das sind ja alles verschiedene Sportarten, aber überall warst du außerordentlich exorbitant, darf ich sagen, erfolgreich. Ja, das sind Ziele, die sich so entwickeln mit der Zeit. Also ich habe ja einfach auch angefangen, Basketball zu spielen, aus Spaß an der Freude, aus Spaß daran, mit anderen Sport zu machen, Basketball zu spielen, Ballsportarten, das ist mir sehr gelegen, sehr nah gewesen. Ich komme ursprünglich aus dem Volleyball und das war eigentlich so meine richtige erste Sportart, mit der ich dann große Erfolge hatte. Aber angefangen in der Regionalliga und einfach, um zu gucken, wie es weitergeht und dann vielleicht das erste Mal ausgeholfen in der ersten Bundesliga. Dann saß der Nationaltrainer im Publikum und hat mich gesehen und zum ersten Lehrgang eingeladen. Also so entwickeln sich die Ziele so langsam. Ja, sehr schön. Hört sich doch eigentlich sehr, sehr gut an. Und du bist ja in Brühl geboren. Du bist also eine richtige Rheinländerin. Und man sagt ja eigentlich, die Rheinländer, rheinische Frohnatur, immer positiv, immer gut gelaunt. Ist das auch so ein Element für dich, ganz wichtig im Sport, um Erfolg zu haben? Ja, bestimmt. Also man darf natürlich den Spaß und die Lust an dem Ganzen nie verlieren. Sonst raubt einem das auch viel Energie, weil es natürlich auch lebensfüllend und einfach auch anstrengend ist zeitweise und man sich da auch durchbeißen muss. Und ich glaube, so ein inneres, positives Gefühl einfach hilft einem da. Und ich habe, glaube ich, einfach auch ein gutes familiäres Umfeld gehabt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, meine Mutter war alleinerziehend und ich habe da einfach eine sehr sichere Bindung gehabt. Ich konnte mich da immer 100% drauf verlassen und ich glaube, das hat einfach dazu beigetragen, dass ich immer so in mir ruhe. Also ich habe in meinem ganzen Leben, egal welche Herausforderungen da auf mich zugekommen sind, nie so eine Angst gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie geht es weiter, irgendeine Tür wird sich öffnen. Bist du Einzelkind? Hast du Geschwister? Ich bin eigentlich als Einzelkind aufgewachsen. Ich habe noch zwei Halbgeschwister, mit denen ich aber nicht zusammengelebt habe. Aber diese Wärme, die von zu Hause, von deiner Mutter gekommen ist, die Liebe zu dir, das hat dir sehr viel Kraft gegeben, nehme ich mal an, um dann die Ziele zu erreichen, die du dir gesetzt hast. Ja, ich glaube, das trägt einen so durch das ganze Leben. Also egal,
Mein eigenes Kind, auch da gibt es immer wieder Herausforderungen, aber meine Mutter hat das alles gemeistert mit mir alleine und ich habe immer das Gefühl, dass ich das auch schaffen kann. Ich glaube, das Familiäre war mit Sicherheit die Basis, das kam jedenfalls sehr, sehr gut heraus. Nun bist du ja als Rollstuhl-Tennisspielerin, hast du dir zunächst einen Namen gemacht. Du warst sehr erfolgreich, hast unter anderem gleich die Hungarian Open, also in Budapest gewonnen, hast den ersten Platz gleich gemacht. Aber trotzdem bist du nicht beim Rollstuhltennis geblieben. Wir haben ein paar Bilder nachher noch, die fordere ich nachher nochmal ab. Wir haben dich ja beobachtet, wie du bei den Inklusionstagen im Hamburger Roten Baum im Rahmen der European Tennis Championships hier ein bisschen was gemacht hast und Showtraining. Darauf kommen wir aber gleich. Also mir ist nur nochmal wichtig, eben zu fragen, warum denn nicht beim Rollstuhltennis geblieben? Ich bin nun mal Tennisspieler selber, deswegen bin ich auch ganz neugierig. Ja, das war so ein bisschen eine 50-50 Chance. Ich habe ja damals noch nach einer Sportart gesucht, die mich wieder packt. Und Rollstuhltennis und Rollstuhlbasketball liefen bei mir eigentlich parallel. Und es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, Tennis. Aber ich bin dann irgendwie beim Basketball hängen geblieben. Es hatte auch, glaube ich, gar keinen besonderen Grund. Aber ich war ja immer noch auch in meiner Anfangsphase, auch noch Anfängerin im Rollstuhltennis. Ja. Die Hungarian Open waren so ein Einladungsturnier, dass ich dann gewinnen konnte. Also es hätte dann da auch weitergehen können. Aber es war vielleicht ein kleiner Zufall, der mich dann in Richtung Basketball geschoben hat. Ja, wir haben, wie gesagt, sehr ausführlich auch über Rollstuhltennis gesprochen mit Edina. Da war sie eben sehr erfolgreich. Und deswegen haben wir auch ein bisschen gedreht am Hamburger Roten Baum im Rahmen dieser Inklusionstage, die dort bei den European Championships stattgefunden haben. Und die Bilder wollen wir uns mal eben ganz kurz ansehen. Wenn du ein paar nette Worte dazu sagen würdest und auch erklären könntest, was der Unterschied ist zwischen Rollstuhltennis und Tennis. Also Rollstuhltennis wird auf dem gleichen Court gespielt, gleiche Abmessungen, gleicher Schläger, gleicher Ball. Der einzige Unterschied ist, dass der Ball zweimal aufkommen darf, einmal im Feld und einmal außerhalb des Feldes. Und ganz wichtig ist auch ein spezieller Sportrollstuhl, damit man sich auch so schnell und flink bewegen kann. Die drehen einfach schneller und die Räder sind so ein bisschen schräg gestellt. Da sieht man, wenn man sich so ein bisschen rauslehnt mit dem Schläger, kann man nicht umkippen mit dem Stuhl. Hinten ist auch noch ein Stützrad dran, also kann man da wirklich voll Gas geben. Stabilisator, ja. Genau. Wichtig ist, dass man nicht auf den Ball wartet. Am Anfang steht man sich selber immer im Weg. Das muss man so ein bisschen lernen, dass man immer in Bewegung ist. Eigentlich fahren die Rollstuhltennisspieler hinten immer so eine 8, damit sie nie wirklich stoppen, weil wenn man losfährt, wenn der Ball aufkommt, dann ist man eigentlich schon zu spät. Ja, es war sehr nett hier mit dem Hamburger Staatsrat, mit dem für Sport, mit Christoph Holstein. Hat Spaß gemacht, da ein bisschen zuzugucken, da ein paar Aufnahmen zu machen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz nachsetzen wegen der Geschicklichkeit und wegen, du musst ja auch antizipieren, das muss ja alles gelernt werden. Du musst ja auch den Blick haben für den Raum, wo spiele ich den Ball hin. Du musst auch mal loppen, sowas wird sicherlich auch gemacht. Das ist doch sicherlich ein unglaublicher Lernprozess. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das dauert Jahre, bis man das so richtig drin hat. Ja, alleine dieses die ganze Zeit fahren muss man überhaupt erst mal verinnerlicht haben. Also man steht noch sehr viele Trainingseinheiten da und wartet und ist dann immer zu spät. Also klar, das ist absolut ein Prozess, Schnelligkeit zu gucken, wie bewegt sich der Gegner, wo kann er jetzt überhaupt hinspielen? Es gibt nicht immer alle Möglichkeiten. Ne? Was macht er gerade? Wo kann ich gegen so eine Fahrtrichtung spielen, wie im Fußgängertennis auch gegen die Laufrichtung spielen? Das machen die Tennisspieler natürlich auch. Einen kurzen Ball, wenn er gerade vorher hinten war. Also klar, das dauert ein bisschen, bis man da den Überblick hat. Ist Rollstuhltennis schwieriger als Rollstuhlbasketball? Oder kann man das gar nicht vergleichen miteinander? Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Da sind so viele Komponenten, die zusammenspielen, von der Mannschaftssportart auch da zu dem Einzelsport. Also da kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Okay, du warst sehr erfolgreich. Wir haben das ja vorhin alles schon gehört und auch alles aufgezählt. Gerade auch im Rollstuhlbasketball. Das ist nun mal deine ganz große Liebe. Das ist das Faible, was du für diesen Sport auch entwickelt hast. Und trotzdem hast du auch Rollstuhlbasketball in den Rücken gekehrt. Warum und was hat dich dazu bewogen, dann im Grunde genommen nachher ins Wasser zu springen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja,
Ja, das hatte damals persönliche Gründe, dass es nicht mehr so gepasst hatte mit Team und Trainer und ich aber gerne in Hamburg bleiben wollte und mich dann eigentlich dazu entschieden habe, meine internationale Rollstuhl-Basketball-Karriere zu beenden und wollte Kanu freizeitmäßig machen. Ich bin absoluter Wasserliebhaber, tauche gerne und wollte das eigentlich mit meinem Partner ein bisschen ausbauen, hatte dann noch ein anderes Projekt, wo ich verschiedene Sportarten ausprobiert habe, eigentlich auch ein bisschen im Zuge meiner Arbeit für meine Patienten, für Leute, die gerade eine Behinderung erworben haben, frisch im Rollstuhl sitzen, dass die sich das angucken können und sagen, Mensch, die probiert jetzt auch eine Sportart aus, die sie nicht kann, vielleicht ist das was für mich. Und Rennkajak war eigentlich eins dieser Projekte, also es war wirklich ein Zufall. Ja. Und eigentlich wie im Rollstuhlbasketball auch, haben sich da nach und nach wieder die Ziele entwickelt. Ich habe es ausprobiert. Es hat gut geklappt. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Vorerfahrung im Kajak. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich glücklicherweise direkt meinen Verein gefunden, einen Trainer gefunden, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, der gesagt hat, ja, ich mache das mit dir. Ich mache das jetzt auch über den Winter mit dir, wenn du nächstes Jahr im April da die Qualifikation probieren möchtest. Dann hat die Quali gut geklappt und das war 2015 und 2016 ist Parakanu paralympisch geworden. Also war das nächste Ziel, es irgendwie zu den Paralympics zu schaffen. So hat sich das entwickelt. Aber ich finde es bemerkenswert. Du hast ja dreimal bei Null angefangen. Bei Rollstuhltennis hast du bei Null angefangen, beim Rollstuhlbasketball bei Null angefangen und jetzt ja im Grunde mit meiner Kanak ja genauso. Das ist doch, sage ich mal, also sehr bemerkenswert. Und ich muss schon sagen, da gehört ja was dazu, dass du das so gemacht hast. Hatte das auch, ist da eine Methode dahinter? Also ein gewisses Talent kann man da mir wahrscheinlich nicht absprechen. Nein, das ist klar. Deswegen, das erleichtert natürlich einfach vieles. Und ich habe in der Kindheit schon viele Sportarten gemacht und ausprobiert. Und ich glaube, da ist es auch ein bisschen einfacher, was Neues zu lernen und in eine neue Sportart einzusteigen, weil man vielleicht im Kopf ein Konzept für sich selber hat, wie kann es denn funktionieren? Und Kanu, das lag mir einfach und hat mir Spaß gemacht. Ja, ich glaube, das ist erstmal der Punkt, der wichtig ist, um überhaupt anzufangen. Und die Ziele haben sich entwickelt und daraus habe ich mich auch entwickelt. Ne? Das sind so viele Komponenten, die zusammenspielen. Ich glaube, am längsten hat eigentlich auch gedauert, das Equipment zusammenzustellen und für sich selber zu finden. Ich bin ja nicht von der Jugend gewachsen und habe da ausprobieren können, was alles passt, sondern ich bin dann da in der Mitte des Lebens eher reingesprungen musste dann da Stück für Stück gucken, was denn passen könnte. Das richtige Boot, das richtige Paddel. Mit meiner Behinderung ist es wichtig, dass ich eine passende Sitzschale habe. Ja, also musste ich mir überlegen, wie sitze ich denn am besten, um optimal Kraft übertragen zu können. Ja. So, da gibt es nichts, was man kaufen kann, sondern da muss man sich selber was überlegen mit einem Orthopädietechniker zusammen. Und das sind alles so Sachen, bis man da mal wirklich was Rundes zusammen hat, das dauert auch seine Zeit. Wie lange braucht man dann, um die einzelnen Sportarten dann auch so zu beherrschen, dass man halt eben Weltmeister und Olympiasieger wird? Du hast ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, beim Rollstuhltennis ein langer Lernprozess. Im Basketball genauso, ein sehr langer Lernprozess, gerade auch als Team zusammenzuwachsen. Am Anfang kommt natürlich noch zu, es sind zwei Sportarten, man muss mit dem Stuhl zurechtkommen und noch den Ball irgendwie unter Kontrolle haben. Das finde ich auch das wahnsinnig Spannende am Rollstuhlbasketball. Aber das dauert seine Zeit, dann da auch den Überblick zu bekommen für das Spiel selber. Und im Kanu ist das auch so. Bis sich alles zusammenfügt, die ganzen Bewegungsabläufe, um dann alles ins Wasser zu bekommen, während man da in dem schmalen Boot sitzt, dauert auf jeden Fall ein paar Jahre. Und ich hoffe auch, dass dieser Prozess noch nicht beendet ist, sondern dass ich immer noch schneller werden kann. Das glaube ich sogar, dass du immer noch besser werden kannst. Hat dich das eigentlich seinerzeit, du warst ja in der Pubertät, du warst sehr jung, du warst 16 Jahre, als das mit der körperlichen Behinderung passierte. Wir können es ja ruhig so sagen, das ist die querschnittsgelähmte Geschichte gewesen, war auch ein Arztfehler. Müssen wir nicht weiter vertiefen jetzt, aber es war eben so. Wie hast du das verarbeitet? Wie bist du damit fertig geworden? Das ist doch sicherlich ein ganz schwerer Schlag seiner Zeit gewesen. Im schönsten Alter wärst du rausgerissen und dann hast du aber natürlich wahrscheinlich diese Motivation auch daraus ziehen können, vermute ich einfach mal so, um eine wirklich tolle Sportlerin zu werden. Also das ist
muss man so sagen, eine Tragödie, die einem im Leben passiert. Das ist ein wahnsinniger Schnitt im Leben. Wahrscheinlich, egal in welchem Alter man erstmal ist, da kämpft man mit unterschiedlichen Sachen. Ja. Und klar, mit 16 ist man in der Pubertät, da fängt gerade alles erst an, da schnuppert man eigentlich an allem. Und klar war der Rollstuhl da erstmal eine schlimme Geschichte für mich. Natürlich. So, und mit der ich erstmal klarkommen musste. Da hat mich natürlich meine Mutter, meine Familie sehr unterstützt und mein weiteres Umfeld auch. Ich konnte auf der Schule bleiben, ich konnte da mein Abitur auf der gleichen Schule zu Ende machen. Das war sehr hilfreich, Das war sehr hilfreich und ich muss sagen, im Krankenhaus selber war die Sporttherapie eigentlich die Therapie, auf die ich schon den ganzen Tag immer gewartet habe, die mich da auch weitergebracht hat, die mich da auch rausgeholt hat und so vielleicht auch schon meinen Berufswunsch für später schon gekeimt ist, den ich ja heute auch ausübe, den Beruf. Und der mich natürlich auch schon an die ersten sportlichen Erfahrungen rangebracht hat. Was kann mein Körper noch? Wie kann ich wieder meinen Körper kontrollieren mit dem Querschnitt? Ja. Was kann ich überhaupt noch machen? Und das hat mir dann natürlich wieder neue Möglichkeiten aufgezeigt. Was war denn der Startschuss? Also ich will das ganz kurz einmal unseren Zuschauern sagen, was du eigentlich auch alles schon erreicht hast. Es ist also fantastisch. Du warst Goldmedaillen bei den Paralympics in London 2012, dann deutsche Meisterin mit dem HSV 2013, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft 2016, Goldmedaillen bei den Paralympics in Tokio 2020 und. Also ist, wie gesagt, eine endlose, wunderbare Story, die wir hier verlesen dürfen über die Erfolge von der Idina. Und du, hätte ich fast ganz vergessen, du bist ja auch ins Goldene Buch der Stadt Brühl eingetragen. Das ist ja auch noch eine ganz besondere Auszeichnung. Und hast das selber in den Lorbeerblatt bekommen. Also ich sagte ja in der Anfangsmoderation, mir geht ja normalerweise gar nicht. Und trotzdem nochmal eben ganz kurz zurück auf das, was du gerade eben gesagt hast. Nach dieser körperlichen Behinderung, erstmal in der logischerweise Tragödie, ganz schwere Zeit. Was war dann der Startschuss eigentlich? Du bist dann ja durch die Decke gegangen sportlich. Du hast ja eine Leistungsexplosion gehabt, wie kaum ein anderer Sportler in diesen Bereichen. War das die Silbermedaille 2018 bei den Paralympics in Peking oder war das vorher schon? Ja, das war sicherlich noch mal so ein richtiger Booster, weil auch einmal an diesem Event Paralympics zu schnuppern, einmal dabei gewesen zu sein. Ja. Ich glaube, dann möchte man das immer wieder erleben. Das Paralympics, Olympia, das ist natürlich der absolute Wahnsinn und das oberste Ziel für einen Sportler, was man überhaupt erreichen kann. Und dann auch noch eine Medaille. Also ich habe jetzt an 4 Paralympics teilgenommen und bin immer mit einer Medaille nach Hause gekommen. Zweimal Silber, zweimal Gold und ja, das gibt einem natürlich Aber da muss ich dich einfach unterbrechen. Gibt es ein Erlebnis, gibt es eine Medaille, die einfach unvergessen ist? Die schönste von allen. Gibt es so ein Erlebnis, eine Erinnerung, wo du sagst, ich habe so viel gewonnen, ich habe so viele Medaillen zu Hause, die passen gar nicht in den Schrank mehr. Aber es gibt ein Erlebnis, das ist umwerfend, das vergesse ich nie. Gibt es sowas? Also ich kann da gar kein richtiges Ranking reinbringen, weil alles so, auch diese einzelnen paralympischen Medaillen so besonders waren. Was natürlich jetzt gerade noch so lebhaft in Erinnerung ist, ist Tokio-Medaille, das Gold in Tokio, weil es auch ein wahnsinnig schwieriger Weg dahin war. Ich habe lange gekämpft, meinen kleinen Sohn mitnehmen zu können. Ja, ja, die Geschichte war ja auch in der Presse. Also war lange gar nicht klar, ob ich überhaupt teilnehmen kann. Ja, ja, ja. Und dann da auch noch Gold zu holen nach dem Ganzen, ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte für mich persönlich auch. Aber es gibt auch kleine Events, die mir noch so schön in Erinnerung sind. Wir sind mal im Basketball bei einem Eurocup gestartet. Ja. Und hatten furchtbares Verletzungspech vorher, Krankheitsverletzungspech und sind da mit 6 Mann gestartet. Ja. Also ich glaube, wir sind da angekommen und eigentlich wollten sie uns den Fairplay Award dafür geben, dass wir überhaupt angereist sind und wir haben am Ende das Turnier gewonnen. Und das ist natürlich so eine Medaille, die einem einfach noch in Erinnerung ist, weil das so eine Teamleistung war, weil uns das auch so zusammengeschweißt hat. Da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. So, also. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicherlich ein Erlebnis, auf das ich eben abheben wollte, was du überhaupt nicht vergisst. Und das kann man so sagen, ein unvergessenes Erlebnis.
Jetzt möchte ich mal so einen kleinen Sprung machen ins Persönliche. Du bist zweimal, 2012 und 2021, Sportlerin Hamburgs geworden. Du hast einen ganz hohen Bekanntheitsgrad. Du bist international ein Superstar, das darf man einfach so sagen. Wie kommst du damit klar? Ich meine, es gibt ja ganz viele Menschen, die, wenn sie Erfolg haben, abheben, überheblich werden oder auch im Grunde genommen ihr privates, berufliches Umfeld, alles verändert sich leider allzu oft auch negativ. Wie ist es bei dir? Wie kommst du damit klar? Du wohnst in Stelle, da kannst du doch nicht zum Bäcker gehen und er kennt dich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, auch da gibt es natürlich einfach schöne Erlebnisse und auch Erlebnisse, die einen natürlich einfach immer am Boden halten und erden. Also wenn ich jetzt in Stelle irgendwo hingehe zur Post und dann ist das ein nettes Gespräch mit jemandem, ja, ein sehr freundschaftliches Gespräch. Schön, ja, und ich habe das Gefühl, dass man da als Familie zusammenhält, ne? Dass jemand das geguckt hat, dass jemand das verfolgt hat, weil es jemanden interessiert hat, was seine Nachbarn tun. Und das ist natürlich einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl und nichts, wo man irgendwie abhebt, sondern eigentlich das Gegenteil. Irgendwas, was einen erdet, dass das, was man macht, auch gesehen wird. Ne? Und ja, das ist auch eine Frage der Erziehung natürlich, wie du erzogen worden bist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eine Frage auch der Intelligenz. Auch das ist ganz wichtig dabei, dass man im Grunde mit beiden Füßen, wie es so schön heißt, auf dem Boden bleibt. Ich muss sagen, Kanu ist da natürlich auch ein Sport, der von Natur aus sehr bodenständig ist. Die Jugendlichen wachsen damit auf, dass sie auf Regatten unterwegs sind und da im Zelt schlafen und nicht in irgendwelchen Hotels. Und so ist das später auch noch. Also auch jetzt mit dem Kanu haben wir manchmal Jugendherbergscharakter mit 6-Bettzimmer, 8-Bettzimmer geschlafen. Und beim nächsten Event hatte ich ein Einzelzimmer im Hotel mit 2 Bädern und so. Also es gibt da die ganze Bandbreite und das ist ganz normal. Ja, okay, dann will ich nochmal eben da ein bisschen bohren. Ich hatte dir auch vorhin schon gesagt, du bist, wie gesagt, in der Tat eine großartige Botschafterin des deutschen Sports in jeder Beziehung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin ja selbst Medienmann, ich weiß ja, wie es läuft, das Geschäft. Das ist nach wie vor leider unverändert, die Situation, dass also der Sport, außer Paralympics mal abgesehen jetzt, aber insgesamt die Leistungen, die Würdigung deiner Leistungen in den Medien doch immer noch sehr, sehr zu kurz kommt. Kannst du das bestätigen? Also habt ihr jetzt auch die 4 Paralympics, ist ja eine lange Zeit, das so miterlebt. Und es hat einen riesigen Sprung gegeben, gerade von Peking nach London, also 2008 zu 2012. Ja. 2012 war hier in Europa einfach so ein Riesen-Event und die Engländer haben das so toll aufgezogen. Und da bei dieser Veranstaltung, genau wie du sagst, hat es sich sehr verbessert, da ist man sehr im Fokus. Okay. Und leider in der Zwischenzeit, diese 4 Jahre passiert nichts. Ja, da muss man wirklich kämpfen, überhaupt irgendwie gesehen zu werden. Und klar gibt es noch Randsportarten, die es immer ein bisschen schwieriger haben. Im paralympischen Bereich ist man aber, ich sag mal, noch eine Schicht tiefer irgendwie. Wir haben super Events, schöne Weltmeisterschaften, die seit 2010 inklusiv sind. Das heißt, wir sind zusammen da mit den Kanuten. Das findet immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt. Und da kommt ein Fernsehteam von den Öffentlich-Rechtlichen und macht einen großen Bericht über die Kanuten. Die Veranstaltung heißt groß Kanu- und Parakanu-Weltmeisterschaft. Und wir werden am Ende nicht mal mit einem Wort erwähnt, obwohl das genauso unsere das ist der Punkt. WM ist, obwohl das genauso vielleicht unsere Qualifikation für die Paralympics war. Und trotzdem. Ihr seid dann ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Muss man leider so sagen. Ja. Bist du darüber sehr enttäuscht? Ja, eigentlich schon, weil ich auch dachte, wir wären weiter. Und eigentlich alles, was gesagt wird, sind Ausreden. Ja, und dann müssen wir da jemanden hinschicken und keine Ahnung was. Da ist es sogar, dass jemand da ist, vor Ort. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Ist das ein gesellschaftspolitisches oder ein sportpolitisches Problem? Kann man das so sagen oder wie siehst du das? Wie bewertest du diese Situation? Also wir hatten das eigentlich gerade wieder bei den European Championships, jetzt gerade in München. In München, ja. Wir hatten 2 Sportarten, die auch inklusiv stattgefunden haben, Rudern und Kanu. Ja. Und trotzdem war die Berichterstattung nachher gleich null.
Es ist aber viel gemacht worden im sozialen Medien, im lokalen Bereich. Und da haben sich sehr viele Leute beschwert, dass das nicht stattgefunden hat, dass sie das nicht sehen konnten im Fernsehen. Das war über alle Medaillen berichtet worden sind, aber eben nicht über die Medaillen der Pararuderer und der Parakanuten. Und das war für mich einfach ein sehr positives Zeichen von der Bevölkerung, dass es auf jeden Fall auch das gesehen wird und dass das gewollt ist, dass sie das sehen möchten. Bist du denn mit dem Verband, mit den Vereinen, bist du da zufrieden, was da so kommt? Kommen die Fördergelder rechtzeitig? Ist das alles so in deinem Sinne, so wie das sein muss und sein sollte? Oder gibt es da auch Probleme? Ja, das ist schon auch immer eine schwierige Geschichte, da, ich sag mal, gleichberechtigt behandelt zu werden. Ja, das ist eben auch ein Prozess, der leider sehr lange dauert, an dem man auch stetig und noch die ganze Zeit weiter arbeiten muss. Was die Förderung angeht, sind wir glücklicherweise seit 2016 auf einem Niveau mit den nicht behinderten Athleten. Das ist auf jeden Fall angeglichen worden, was natürlich auch für uns einfach ein riesen Schritt war. Sonst Sponsorenakquise ist weiterhin schwierig. Das ist klar. Das so, haben wir ja eben gerade herausgearbeitet schon mal. Genau. Das ist von daher natürlich ein großes Glück, dass du auch noch einen guten Job hast. Ja, ohne den könnte ich das gar nicht machen. Ich arbeite im BG-Klinikum in Hamburg, die mich wahnsinnig unterstützen. Ich werde da freigestellt. Sehr schön, ja. Hört sich gut an. Für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen. Ohne die könnte ich das gar nicht machen. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich mal bei dir bedanken, dass du heute so offen und alles mal so ein bisschen auf den Tisch gelegt hast, was uns eigentlich auch und auch Sie, meine Damen und Herren, natürlich zu Hause an den Bildschirmen sehr interessiert. Edina Müller ist nun mal ein totaler Superstar des deutschen Sports. Ich freue mich sehr, dass sie hier heute zu uns gekommen ist, ins Tide-Studio. Und ich darf nur sagen, wir bleiben auf jeden Fall am Ball, Edina, denn wir haben uns bei Tide auf die Fahnen geschrieben, dass Inklusion und Behindertensport ein ganz wichtiges Element ist in unseren Sendungen. Du bist ja nicht die Erste, die hier ist. Wir hatten auch schon einmal einen Rollstuhl-Schiedsrichter hier und wir haben schon verschiedene andere Themen gemacht, auch mit der Alexander-Otto-Stiftung, Sportstiftung. Also das sind alles Dinge, oder die Uwe-Seeler-Stiftung, die ja auch im Grunde genommen immer wieder unterstützt und immer wieder hilft. Also das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Also auf uns kannst du auf jeden Fall zählen. Wir werden uns auch freuen, wenn du uns mal wieder dann bei dem nächsten großen Event, dass du wieder gewinnen wirst, davon bin ich fest überzeugt, dass du alles uns dann wieder besuchst. Dann lade ich dich auf jeden Fall wieder sehr herzlich ein. Ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Edina Müller, dass sie heute zu uns gekommen ist. Und wir werden sie auch weiterhin im Fokus behalten, das ist klar. Wir von Tide TV werden auch den Behindertensport und natürlich auch die Inklusion und auch die Integrationsthemen nach wie vor weiter behandeln. Und das sind Themen, die uns auch sehr am Herzen liegen. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Ich hoffe, Sie sind dabei am 7. Oktober. Vielen Dank.